Freunde der Schweiz, willkommen zurück zu Hasso für ein 4. Mit mir. Und der Schweiz. Keine Ahnung, was daran so lustig ist, aber wir brauchen schon wieder Eisen. Frankreich, ihr habt Eisen. Und ich nicht. Ich sage mal so, das gefällt mir nicht. Kann es mich interessieren? Hat es mich zu interessieren? Ich habe keine Ahnung. Japan hat China den Krieg erklärt. Und Shaanxi und die United States haben was gemacht. Ich habe es zu schnell weggeklickt. Marco Polo Bridge Incident. Ja, der gute alte Marco Polo. Hat extra seine Brücke hingebaut, ne? Was? Our neutrality is not only maintained. Die Italiener behaupten, ich hätte die Neutralität gebrochen. Und ich sage, scheiß auf die Italiener. Tod und Verderben. Österreich, Italien wird sterben. Ja gut, eigentlich werden beide sterben. Ich hätte die Neutralität gebrochen. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich weiß es nicht. Können wir 2000 Waffen hinschmeißen, er hat auch die Readiness. Konnte ich vielleicht nochmal die Division verstärken? Hey, ich konnte doch irgendwo die Division verstärken. Den Cap können wir hier erhöhen. Ah, jetzt hat er jetzt 115. Also scheinbar kostet es 115, die zu dingsen. So, nochmal um 30 erhöhen. Oh, schüch, Alter. Genau, das Cap erhöhen. Genau, das gibt Units als Templates mit dazu. War denn das jetzt, wo ich das Ding erhöhen konnte von der Readiness? Ah, hier das noch, genau. Readiness erhöhen. Er soll wieder eine Rede halten. Kann er ganz gut, alte Labertasche. So, ist aber noch alles in Ordnung. Italien ist noch entspannt. Ab 85 können sie uns einen Krieg erklären. Bin ich besorgt? Auf jeden Fall. Sollte ich auch. Ich wäre dumm, wäre ich es nämlich nicht. So. Okay. Interwar Small Airframes. Add Cast Weapon. Bomb Block. Add Cast Weapon. Small Bomb Ray. Motor. Two Engines. Kann ich auch One Engine einbauen? Ja, rein theoretisch. Range bleibt gleich scheiße. Was anderes können wir nicht machen. Produktionskosten 1. Produktionskosten 3. Was ist der Unterschied? Mehr Fühlverbrauch, mehr Geschwindigkeit. Gut. Nee, warte mal. Hä? Okay. Lassen wir das einfach so, ganz ehrlich. Ich sehe jetzt gerade keinen Grund, das andere Ding einzubauen irgendwie. So, und dann hier. Fighter Weapons. Ja, ich verstehe es nicht. Ich bin vielleicht zu blöd dafür oder so. Noch ein Defensive Turret mit rein. Ah, ich bin ein bisschen zu blöd. Ich check nicht genau, warum das so ist, wie es hier ist. So, bauen noch nicht viele Flugzeuge, nur ein bisschen. Stahl haben wir jetzt zu viel. Bisschen Gummi handeln. So, Press for Vorarlberg geht nicht mehr, weil Österreich gibt es nicht mehr. Preempt Anschluss geht auch nicht mehr. Ja, die haben also quasi wirklich einmal ganz einfach gesagt alles kaputt gemacht. Was ich geplant hatte. Wir können natürlich keinen Wargold justifieren jetzt. Das Einzige, was wir jetzt quasi machen können, wäre einen Krieg mit Italien über den Zaun brechen. Das wäre jetzt echt die einzige Möglichkeit, die ich gerade habe. Provokation. So, wieder Waffen liefern. Mehr kann ich kann ja aktuell keine Waffen benutzen, so wirklich. Proven wir unsere Divisions. Military Training. Oh, Italy is hostile towards... Oh, Moment. Was bringt denn das? If not gains war goal. Oh, scheiße. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen... Echt zu schnell? Guarantees. Oh, scheiße. Deutschland hat meine...
meine Defensiv... Oh, Scheiße. Wir haben eine kleine Front, das ist ganz gut. So gut man das jetzt auch gerne sehen würde. Während der spanische Bürgerkrieg weiter eskaliert. Ich hätte Defense of Force vielleicht nochmal machen können. Okay, wir deployen schon mal unsere Milizen. Muss ich deployen? Ja, keine andere Wahl gerade. So, die haben mir das Ganze abgelehnt. Frankreich. Ah, die Franzosen helfen mir. Sehr freundlich. So, Österreich-Ungarn gibt's jetzt. Aber halt Österreich-Ungarn läuft halt leider nicht. So, die greifen jetzt normalerweise irgendwann an. Und damit beginnen dann die Festspiele. Auch ganz offiziell. Konstantin Schneider. Oh, warte mal ganz kurz. Deswegen habe ich keinen Machtzuwachs mehr. Muss den erst austauschen. ASAP. So, genau. War zu erwarten. Müssen wir nur irgendwie standhalten. Das sollte erstmal kein Problem sein, hoffe ich. Ja. Erste Welle konnte erfolgreich abgewehrt werden. Auch noch ein Feldmarschall, by the way. Kriegt defensive Doktrin rein. Wir lösen dieses kleine Frontkauderwelsch auf. Und dann planen wir das Ganze mal etwas um. So, Frankreich möchte Truppen durchschicken, ja. Nicht-Angriffspakt auch, ja. So, Italien. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich werde jetzt hier nicht angreifen. Die lasse ich mal da, wo sie sind, weil das Problem ist, ich kann mit denen jetzt gerade nicht so viel anfangen. So, Support dies, Support das, Join Front, Secret Pack with the Allies. Das will ich nicht eigentlich. Das ist ja so ein Solo-Ding hier. Das ist halt alles ganz nett. Less than 80% Support for Federal Assembly. Switzerland in the Offensive. Federal Assembly ist zu stark, oder was? Das heißt, wir müssen ihn rein theoretisch mal mit einem Faschisten austauschen. Oder irgend sowas. Aber eigentlich würde ich ja das gerne machen. FB und Federal Assembly. FB sind die Faschisten. Das heißt, ich muss ne, Kommunisten machen. Ich muss die Kommunisten unterstützen. Echt jetzt? Ah, oder Gotthardbund. Oder Gotthardbund. Moment, gibt es jemanden, der den Gotthardbund unterstützt? Beziehungsweise, was ist denn der Gott? Der Gotthardbund ist Kommunist. Ne, der ist neutral. Der ist non-aligned. Ist halt die Frage... Habe ich jemanden, der mir non-aligned unterstützt? Daily Support for unaligned. Ist der das? Ja. Machen wir es halt einfach so. Scheiß drauf. Was? Hä? Schön Betrug, Alter. Ah, Tropfzimmer Support Allied Espionage. Werden den Franzosen die Italiener auseinandernehmen. Wir greifen jetzt auch mal mit an. Irgendeinen Sinn hat das nicht. Es geht mir jetzt hier einfach nur um Angriff. Verluste zufügen, Verluste erleiden. Gebiete erobern irgendwie vielleicht. Dass sie Warscore bekommen. Ansonsten werden die Franzosen sich ganz Italien gleich snacken. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ja, greifen uns hier sogar an. Ganz mutig. Aber hier könnte man erfolgreich sein. Jetzt machen die ihre Defensivtaktiken, ne? Ja, eine Offensive birgt immer Risiken. Franzosen kommen von der anderen Seite. Das ist jetzt hier ein bisschen... Ihr stoppt mal eure Angriffe. Ihr geht schnell dort unten hin. Sonst verliere ich die Provinz. Die will ich nicht verlieren. Okay. Letzte Sekunde stabilisieren können. Hätte ich fast auf die Fresse bekommen. So, nächster Präsidente. Christian Gasser.
Immer diesen Christian Gasser, das ist doch, genau, der Nonne-Lein-Bubi. Der ist natürlich weggeflogen ist. Da, jetzt müssen wir den einsetzen dann. 112 kostet, wird immer teurer natürlich leider. Durch den Rutsch nach links. Italien hat es jetzt auch geschafft, sich hier zu verteidigen. Wir bündeln die Angriffe hier nochmal. Ah, die Provinz haben wir trotzdem erobert, okay. Sehr positiv. Wo wir da oben hinkommen nebenbei. Ja, weil wir natürlich direkt aufpassen müssen, dass wir nicht unsere Linien überdehnen. Ich bezweifle, dass Italien irgendwie in der Lage ist, da groß was zu schmeißen. Was ist das denn hier? SPAB. Aha. Sieht interessant aus. Machen wir doch mal. Da kommen wir hingegen nicht durch. Schaut es ausrüstungstechnisch aus. Geht noch. Es fehlt halt an Flugzeugen. Aber Italien hat keine Chance. Das ist, dessen müssen sie sich bewusst sein, die Italiener. So, umso länger die deployed sind, desto schlechter übrigens für uns. Immer höhere Mali bekommen, wobei ich das aktuell ein bisschen blödsinnig finde. Weil wir eigentlich nachweislich im Krieg sind. Deswegen finde ich, dass diese Mali eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt sind. Wobei, ja doch, klar, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Natürlich sind sie gerechtfertigt. Ein Land, was über längere Zeit im Krieg ist und seine Bevölkerung im Krieg steckt, ist natürlich im Nachteil. Das ist ja logisch. Wir haben doppelt so viel Manpower. Fabrik ein bisschen mehr, nicht allzu viel, aber ein bisschen. Aber hier ist... Nö. Einfach nö. Ist kein Durchkommen möglich. Vielleicht schaffen die Franzosen hier so einen kleinen Kessel oder irgendwas. Hm. So. Ist ja eigentlich... Wieso ist die Federal Assembly jetzt wieder stärker geworden? Weil eigentlich ist ja wohl, ich kann auch Kommunisten rein theoretisch nehmen, ne? Angriff scheitert auch wieder. Also Schweiz ist nicht unbedingt dafür bekannt, hier die stärkste Nation zu sein. Kurz ein paar Jungs dorthin schicken. Angriff hier wieder abblasen. Weil wenn die uns da einkesseln, dann haben wir ein Problem. Okay. Erfolgreich verteidigt. Aber schwierige Situation hier. Also, aber für die Italiener wird die Situation jetzt noch viel schwieriger. Ja, Frankreich hat leider den kompletten Warscore. Leider, leider. Okay, das klappt. Überhaupt nicht. Da fehlt es an allem. Hä? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, aber ich verstehe es nicht ganz. Wie zur Hölle haben die das jetzt... Da waren doch gerade noch Truppen. Ich verstehe es nicht. Krass. Krass? Nee, hä? Können wir uns... Also wir können auch uns bewegen. Nee, ist noch alles gut, aber trotzdem weird. Frankreich, help! Send Unterstützung, please. Help me, I'm in serious problems. I have issues. Mental breakdown und so. Wir müssen auf jeden Fall die Provinz halten, die ist wichtig. So, jetzt ist aber hier, jetzt ist aber Versorgung aus. Komm, Alter, jetzt mach mal keinen Fax mehr hier, bitte. Können die das so gut, also wirklich die Italiener? Gebirge angreifen, das ist auch für die Schweizer nicht so easy. Kalistischen Spanier sind weg. Ja, hätten sich mal ein Beispiel an der Krabbe nehmen sollen. Der Union. Der Soviet Union declared war on the Soviet Union. The dawn of the European Combine. Was?
European Combine, alles klar. Auch noch nicht gehört. In Spanien leben jetzt nur noch die Aragonisten, der regionale Verteidigungsrat. Aber die werden wahrscheinlich auch keine Chance haben. Increases by, was haben wir jetzt eigentlich aktuell? Geil. Unser Land ist komplett am Arsch, Leute. Frankreich braucht einfach zu lange, das ist das scheiß Problem. Ich habe mich auf die Franzosen verlassen und das kommt dabei raus. Vertraue niemals den Franzosen. Oder so ähnlich. Ja, greift mich ruhig an. Ist okay. Ist okay. Ich meine, das Problem ist, ich weiß ja, was jetzt passiert. Die Schweiz, die Franzosen werden sich alles holen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Warum habe ich jetzt hier auf einmal so guten Support? Also, so gute Orga. A Treaty of Perpetual Friendship in the Balkans. Ja, ja, was auch immer. Meinetwegen haltet ihr da alle Händchen. Kommen wir da jetzt rein, ja. Leider hat Italien komplette Luftunterstützung, aber wir haben es trotzdem reingeschafft. Endlich die ersten kleinen Erfolge für meine... für meine Nation. Balance of Power is to the left of the strong council. Ja, ich gebe mein Bestes. 200 politische Macht. Ne? Schon teuer. Zu teuer, wenn ihr mich fragt. Hier noch irgendjemanden? Nicht so wirklich, ne? Ihn könnte man noch einsetzen. Ja, wir lassen jetzt mal kurz Fokus weg, weil ich gerade auch keine Ahnung habe, was wir jetzt hier machen könnten als Fokus, oder? Ja, wobei, Military Police. Bessert irgendwie unsere Polizei. Schweizer Stasi sozusagen. Na, da kommen wir nicht rein. Ah. Ha, ha, ha. Das machen wir jetzt. Warten und Tee trinken. Müssten hier darauf vertrauen, vielleicht, dass die Franzosen nochmal mit angreifen. Weil wir scheinbar auch so durchkommen. Hier haben wir eher die Luftüberlegenheit. Also wir haben hier eher mehr Luftunterstützung. Aber es ist natürlich ein zäher Kaugummi, ne? Der Kaugummi, Leute, der ist richtig zäh. Aber wir kommen rein. Unsere Erfolge, die wir hier kennzeichnen konnten. Wir haben es geschafft, sie hier anzugreifen und zu erobern. Hier kommt's. Ne, der geht da durch. Oh. Das sind übrigens Truppen aus der Afrika-Offensive. Ich weiß nicht genau, warum diese... Ah, okay. Da gibt's irgendwie keinen direkten Frontzugang. Ich verstehe. Verteidigen, dass sie auch, als ob es um ihr Überleben ginge. Und so ein Angriff aus. Er würde funktionieren an sich scheinbar. Ich meine, warum nicht? Die italienische Front ein bisschen weiter. Nein, ich war zu lang. Okay, die Franzosen sind schon da. Egal. Die italienische Kavalleriedivision. Ey, ob die sich sofort wieder mit kompletter Orga zurückziehen kann und doch verarschen gerade. Die Sowjetunion wurde annektiert, ging jetzt sehr schnell mit den Sowjets. Keine Ahnung, was ich hier treibe. Wir versuchen, die eine Division da einzukesseln. Das sind äthiopische Soldaten, das heißt, sie wissen eh nicht, wie das funktioniert mit Schnee und Eis. Idioten. Die haben ja keine Ahnung, was die sich hier antun. Das ist ja hier tiefster Winter. So, dann löschen wir die mal aus. Wir supporten das Ganze geschwind. Das hat übrigens nicht funktioniert hier. Oh, schon 11% War-Dings. Geil. Steigt. Es steigt. Meine Flüsse auch leider. Andere Seite mit dazu. Mein wen greift ihr da auch nochmal an? Was weiß ich, scheiß drauf. Ah. Jetzt hat. Schweizer in der Offensive, das bringt ja schon coole Boni, gell? Viele coole Sachen.
Was? Protect Liechtenstein. Aha. Würde gerne so vieles protecten. So, in dem ist mein Land. Leute, ist komplett am Arsch. Hm. Da wäre ich ja schon ein bisschen tempted hier, ne? Plus 30% Production Efficiency Cap. Das ist ja schon eine juicy Sache, ne? Leider. Glaube ich noch nichts für mich. Was ist das denn eigentlich? Political Power Gain? Aha. Naja, würde ich aber sagen. Besser wäre auch nochmal die Produktion. Das ist alles für nach dem Krieg. Also wir können nach dem Krieg dann idealerweise uns endlich so richtig aufrüsten. Eine starke Armee gründen sozusagen. Wenn wir nicht bis dahin alle Truppen verloren haben. Aha. Da helfen wir doch gerne mal schon. Alleine weil wir hier die Bahnstrecken. Genau. Uns snacken können. Müssen aufpassen, dass die hier nicht die Provinz holen. Irgendwie juckt es auch keinen von meinen Leuten. Da kommen jetzt echt nicht rein, oder? Krass. Krasse Scheiße mit denen hier. Ah, komm, Trento sollte doch fallen, oder? Da von 20 Seiten angreift, kann man doch keiner erzählen, dass die diese Kackstadt da halten können. Nee, komm. Machen Abflug. Vor allem, das ist auch gut. Es gibt ein bisschen Versorgung. Benito Mussolini ist deposed. Aha. Weg ist er, der Mussolini. Wurde abgesetzt. Ob es friedlich war, werden wir nie erfahren. Gehst mal hier hin. Okay. Excavation. Ja, 13%, saugeil. Stück für Stück kommen wir näher. Stück für Stück kommen wir näher. Tja, Bürgerkrieg ist noch angesagt. Die haben ja nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig die Kehle aufzuschlitzen. Das war es damit jetzt endgültig, weil die dummen Idioten sind irgendwie unsere Freunde. Ach komm, das fuckt mich wieder. Wirklich, ich finde, das ist schon wieder alles irgendwie nicht wirklich so, wie ich es mir wünschen würde. Das Problem ist jetzt folgendes, dass ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wir quasi nichts bekommen werden aus diesem... Also, wir gehen jetzt hier, glaube ich, leer aus. Wir werden hier einmal komplett... Ich sehe mich schon, wirklich, ich sehe mich schon wieder die Toolpack-Mod installieren und mir hier ein paar Gebiete zuschieben. Weil ich diese Ungerechtigkeit hier schon wieder hasse, ne? Diese Ungerechtigkeit, die den ganzen Tag passiert, die hasse ich ja unglaublich. So, woanders eigentlich mit den Truppen? Oder habe ich das jetzt schon gemacht? Ah ja, okay. Also wir können jetzt quasi, das ist jetzt unsere Standardarmee. Das sind jetzt unsere Standard-Infanterie-Soldaten-Typen-Zeug. Oh, Schweizer Artillerie. Klar. Hab zwar keine, aber scheiß drauf. Ah, hab nicht mehr welche erforscht. Saugeil. Ich liebe mein Leben. Okay. Ja, das war's. Bürgerkrieg ist gleich vorbei und dann werde ich mich gleich richtig hart aufregen. Kann ich euch jetzt schon garantieren. Über das, was jetzt hier gleich geschehen wird. So, Spanien-Bürgerkrieg ist over. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Wie gesagt, ich erwarte jetzt hier einen relativ schnellen Sieg. Also von der Logik her würde ich auf alle Fälle diese Gebiete hier bekommen, die ich besetzt habe. Diese Provinz sowieso, diese Provinz. Und vielleicht sogar noch diese Provinz, weil die... Könnte man drüber verhandeln, aber ich würde sagen, das ist strategisches Interesse der Schweiz. Allein schon für Reparationen. Nur weil die jetzt hier einen Bürgerkrieg machen, müssen sie nicht meinen, dass sie jetzt hier irgendwie was Besseres sind oder so. Mussolini ist übrigens back. Der hat sich das nicht sitzen lassen, dass sie ihn abgesetzt haben.
Er hat sich gedacht, nein, ihr setzt mich nicht einfach so ab. So, Planes Warfare. Okay. Tanks. Was für Tanks, Alter. Bin so weit von Panzern entfernt, wie du zu finanzieller Stabilität. Naja, Leute, ich bin erstmal raus. Wir schauen uns das Desaster nächste Folge an und entscheiden dann auch spontan, ob wir hier uns eventuell ein, zwei Gebiete mit der Toolpack-Mod offiziell zuschieben. Einfach weil ich bin jemand, ich mag ja das eigentlich nicht, wenn ich hier so, naja, benachteiligt werde, so ungerecht. Ich finde das Spiel ja auch häufig ungerecht. Aber das entscheiden wir dann spontan, wenn das vorbei ist. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mod rein. Tschüss.